Als Harry Usoka am 11. Januar 2018 seine WG verlässt, ist er genervt. Seit Monaten wird das erfolgreiche britische Männermodel von seinem Kollegen belästigt. Er stalkt Harry und seine Familie, setzt Gerüchte über ihn in die Welt und sieht Harry sogar als erbitterten Rivalen. Nur widerwillig hat er sich auf ein Gespräch mit seinem Kollegen eingelassen. Ein letztes Gespräch, das endlich alles klären soll und nachdem Harry wieder seine Ruhe hat. Doch sein Rivale kommt nicht, um zu reden. Harry Usoka ist erst 17 Jahre alt, als sich das Leben für ihn völlig verändert. Er wächst als nigerianisches Einwandererkind im Londoner Osten in Dagenham auf, einem Arbeiterviertel mit Sozialwohnung und hoher Kriminalität. Auch wenn seine Mutter mit großer Hoffnung aus Nigeria eingewandert ist, um ihren Söhnen gute Bildung und Jobs im neuen verheißungsvollen Land zu ermöglichen, so garantiert doch nur ein neuer Umzug nach Großbritannien das noch nicht. Aus dem sozialen Brennpunkt auszubrechen ist schwer. Harry schreibt sehr gute Noten in der Schule, ist der Beste in Mathe und gilt als schüchtern und sanftmütig. Trotzdem kommt er in Dagenham in den falschen Freundeskreis und wird mit 17 wegen Diebstahls festgenommen. Viele der schwarzen Jugendlichen, die in den Sozialwohnungen Londons aufwachsen, träumen von einem Leben, in dem sie aus ihrer aktuellen Welt ausbrechen können. Mit dem Aufkommen von Social Media und vor allem Instagram träumen viele vom Erfolg als Model. Gleichzeitig revolutioniert Instagram die Modebranche. Aufstrebende Models können ohne große Agentur direkt die Firmen und Marken kontaktieren und für sich werben. Auch Modelagenturen und Scouts nutzen die neuen Möglichkeiten. Sowohl über Instagram suchen sie nach neuen Gesichtern, als auch bei klassischen Straßencastings in den Londoner Einwanderervierteln. Harry Usokas, erster Modelagent, sagt dazu: "Heutzutage sind männliche Models wie Rockstars. Vor allem benachteiligte schwarze Jungen hoffen, mit diesem Job aus den Sozialsiedlungen herauszukommen. Einige dieser Kinder haben keine Pässe. Sie haben noch nie etwas gearbeitet und gerade erst die Schule verlassen. Aber wenn sie gut aussehen, besteht die Chance, dem allen zu entfliehen." Auch Harrys älterer Bruder hofft darauf, als Model dem Arbeiterviertel zu entfliehen. Nur durch Zufall begleitet ihn der 17-jährige Harry 2010 zu einem Talentscout in London. Aber Harry ist es, der dabei großes Interesse weckt. Eigentlich hat er vor, sein Studium zu beginnen. Doch nur kurze Zeit später hat er seinen ersten Modeljob. Innerhalb kürzester Zeit wird klar, dass Harry Usoka eine große Karriere vor sich hat. Nur ein Jahr nach seinem ersten Auftrag gilt er als größter Newcomer der Modeszene und Talentscouts bestätigen ihm Starqualitäten, die weit über das Modeln hinausgehen. In einem Interview aus dem Jahr 2011 träumt er vom großen Durchbruch und ist sich bereits zu Beginn seiner Karriere seiner Verantwortung bewusst. Auf die Frage, für wen er eines Tages arbeiten will, antwortet Harry: "Gucci. Ich liebe Gucci. Ich möchte ein Vorbild für andere schwarze Models sein und es wäre einfach ikonisch, wenn ich als einer der ersten schwarzen Männermodels für die Marke laufen würde." Trotz seines schnellen Erfolges bleibt Harry bescheiden. Viele, die mit ihm zusammenarbeiten, beschreiben ihn als charmanten, sehr engagierten, respektvollen jungen Mann. Auch das ist Teil seines Erfolges. Während viele seiner Kollegen Starallüren entwickeln, die Nächte auf Partys verbringen oder bei Modeljobs die Crew von oben herab behandeln, bleibt Harry Usoka jedem gegenüber immer freundlich, geduldig und redet lieber über afrikanische Gerichte, Spiritualität oder seine Lieblingsbücher, als über die sonst gewohnten Oberflächlichkeiten. Seine Freizeit verbringt er mit seiner damaligen Freundin Leomi Anderson. Am liebsten schauen sie zusammen Horrorfilme. Auch Leomi ist Anfang der 2010er Jahre ein aufstrebendes Model aus einer Einwandererfamilie. Heute ist sie nicht nur ein berühmtes Model, die viele Jahre bei der bekannten Victoria's Secret Show gelaufen ist, sondern auch Aktivistin. Leomi setzt sich für Frauenrechte und gegen Rassismus in der Modebranche ein, so wie es einst Harry vorgehabt hatte. So glamourös, wie sich die meisten das Leben als Model vorstellen, ist es allerdings nicht. Langes Warten bei Castings, Angst vor Absagen und der ständige Druck, perfekt zu sein, bestimmen den Alltag. Oft haben Models an einem Tag bis zu 15 Castings und besonders der Markt für schwarze Male-Models ist hart umkämpft. Auch wenn viele Modemarken sich diverser präsentieren wollen, sind es nur wenige Jobs, die für schwarze Männer zu vergeben sind. Ihnen gegenüber stehen unzählige Bewerber, die endlich den Durchbruch schaffen wollen. Doch selbst wer einen Modelauftrag bekommt, verbringt die meiste Zeit mit Warten,
Und das für einen Job, der oft nur wenige Minuten dauert und man am Ende nur einen Hungerlohn erhält. Denn im Gegensatz zu ihren Kolleginnen werden Männermodels deutlich schlechter bezahlt. Harry Osoka ist einer der wenigen, der den Durchbruch schafft und von namhaften Marken gebucht wird. Er läuft bei der London Fashion Week und arbeitet als Fotomodel unter anderem für Nike, Mercedes und Zara. Voller Stolz und fast schon ungläubig posiert er auf seinem Instagram-Kanal vor Plakaten, die ihn selbst zeigen. 2018, mit 25 Jahren, steht er kurz davor, in den USA durchzustarten. Oft ist er dafür in New York und Los Angeles. Es ist ein Leben, von dem er nur geträumt hat. Bis zu seinem Durchbruch hatte seine Familie nie Geld, in den Urlaub zu fahren oder das Ausland zu bereisen. Weiter als Manchester war er bis dahin noch nie. In London hingegen ist er bereits eine Berühmtheit. Er geht als Stilikone und für die kreative schwarze Community ist er nicht nur ein Model, sondern ein inspirierendes Vorbild. Alle kennen und respektieren ihn. Viele träumen von einem ähnlichen Erfolg wie Harry. Einer von ihnen ist George Coe, der fasziniert und begeistert vom Werdegang von Harry Osoka ist. Doch Georges einziges Vorbild wird schnell zu einem erbitterten Rivalen. Eine Rivalität, von der Harry nicht mal etwas weiß. George blickt auf eine ähnliche Vita wie Harry. Er kommt mit 2 Jahren aus Liberia nach Großbritannien, wächst in den Sozialwohnungen Londons auf und kommt als Jugendlicher wegen Drogenbesitz und Angriff auf 2 Polizisten mit dem Gesetz in Konflikt. Nach der Schule beginnt er 2013 ein BWL-Studium und jobbt in einer Marketingagentur. Während dieser Zeit spricht ihn ein Talentscout auf der Straße an. Er sieht das Angebot als gute Gelegenheit, sich etwas dazu zu verdienen und die Welt zu sehen. Doch schon bald füllen große Marken sein Portfolio. Darunter unter anderem Kenzo, Louis Vuitton, Urban Outfitters und Adidas. Unweigerlich kreuzen sich in den Jahren immer wieder die Wege von Harry und George bei Castings oder Aufträgen. Doch vom Konkurrenzdenken hält Harry nicht viel. Er hat eine Freundesgruppe mit anderen jungen schwarzen Models, die sich durch den Job kennengelernt haben und sich gegenseitig unterstützen. Oft werden sie gemeinsam in Fashion-Magazinen porträtiert. Sie haben einen gemeinsamen Blog, auf dem sie die Erfolge der anderen feiern. Einer von ihnen sagt in einem Interview, es geht nicht nur ums Modeln. Es geht darum, bei jedem Schritt füreinander da zu sein. Wenn einer von uns gebucht wird, haben wir das Gefühl, dass wir alle den Job bekommen haben. Wir bekommen so viel Liebe dafür, besonders von jungen Schwarzen in London. Ich habe das Gefühl, dass wir vielen die Türe geöffnet haben. 2015 treffen sich Harry Osoka und George Coe das erste Mal bei einem Job. Harry gibt dem Nachwuchsmodel Tipps, wie er besser laufen kann und eine gute Modelagentur aussuchen kann. Doch eine Freundschaft zwischen den beiden entsteht nicht. Vor allem George stört sich daran, dass er ständig mit seinem einzigen Vorbild verglichen wird. Bei einem Fotoshooting wird ihm gesagt, dass er Harry ähnlich sehe und bei vielen Jobs entscheidet sich der Auftrag zwischen den beiden. Immer wieder versucht George, in Harrys Freundesgruppe Anschluss zu finden. Doch er passt nicht rein. Er ist aufdringlich und protzt gern mit Geld. Während Harry von seinem Verdienst die Hypothek des Hauses seiner Mutter bezahlt, ihr Urlaub ermöglicht und ihr in der Heimat Nigeria ein Haus bauen lässt, gibt George mit seinem Geld an. Vor Gericht sagen später einige Frauen aus, dass er immer wieder versucht hat, mit Geld, teurem Essen und Luxusgütern vor ihn zu protzen. Anfangs finden es Harrys Freunde noch amüsant, wie George versucht, ihren Freund zu kopieren. Aber schon bald schwenkt Georges Faszination für sein früheres Vorbild in regelrechte Besessenheit um. Ständig schreibt er Harrys Freunde an, versucht Teil ihrer Gruppe zu werden und buhlt um ihre Aufmerksamkeit. Als er diese nicht bekommt, kontaktiert er immer wieder über Instagram Harrys Familie. Später sagt George Coe vor Gericht aus, dass sein Bot bei Instagram, der mehr Abos generieren soll, verantwortlich für die Kontaktanfragen wäre. Doch Harrys Umfeld ist sich sicher, dass George ihn gestalkt hat, um sein Leben ganz nah zu sein. Die erhoffte Aufmerksamkeit von Harry bleibt allerdings aus. Ganz im Gegenteil. Er versucht George Coe, so gut es geht, im Model-Business aus dem Weg zu gehen. George scheint das zu kränken. Aus seiner anfänglichen Bewunderung, die mittlerweile in eine merkwürdige Obsession umgeschwenkt ist, wird nun Feindseligkeit. Er sieht Harry als seinen Rivalen an, die gegeneinander konkurrieren würden. Während Harry Osoka George nur als flüchtige Bekanntschaft wahrnimmt, der versucht, seine Aufmerksamkeit zu bekommen, ahnt er nicht, wie ernst es George mit seiner Rivalität meint. Und wie gefährlich sein Drang mittlerweile ist, Teil von Harrys Leben zu sein. Ende des Jahres 2017 fliegt Harry in die Karibik.
Es ist für den 25-Jährigen sein erster Urlaub. Er ist zu diesem Zeitpunkt Großbritanniens bekanntestes schwarzes Männermodel und der Durchbruch in den USA wird ihm prophezeit. Auch seine neue Freundin Ruby Campbell, die ebenfalls Model ist und die er bei einem Job kennengelernt hat, ist mit in der Karibik. Doch abschalten kann das Paar nicht. Die Anfeindungen und Kontaktversuche von George sind für Harry mittlerweile belastende Routine geworden. Als sie gerade zurück in London sind, bahnt sich bereits neuer Ärger mit George an. Am 8. Januar bekommt Harry Besuch. Das französische Model Ancetta Lafont, die eine gute Freundin von Harry ist, steht aufgelöst vor seiner Tür. Sie wurde von George Coe kontaktiert, der sie nach einem Treffen gefragt hat. Auch wenn sie George vorher nicht kannte, willigt sie ein. Schließlich arbeiten sie in derselben kleinen Branche, in der sie sich alle kennen, und er versichert ihr, dass er ein enger Freund von Harry sei. Doch das Treffen verläuft nicht wie geplant. Für George gibt es nur ein Gesprächsthema: Harry Osoka. Er fragt das Model regelrecht über ihn aus und tischt ihr schließlich eine Lüge auf. Er hätte angeblich eine Affäre mit Harrys neuer Freundin Ruby. Als sie genervt von seinen ständigen Fragen nach Harry ist und ihm sagt, dass sie ihm die Story über Ruby nicht abkauft, beginnt George, sie gegen ihren Willen zu berühren. Er versucht sie zu küssen, will, dass sie Sex haben und belästigt sie, bevor Ancetta aus der Wohnung von George fliehen kann. Als sie Harry davon erzählt, dass George etwas mit seiner Freundin haben würde, lacht er zunächst darüber. Es ist ein erneuter verzweifelter Versuch, die Aufmerksamkeit seines selbsternannten Rivalen zu bekommen. Ruby kennt George nicht einmal, sie hat ihn noch nie gesehen. Doch je länger Harry darüber nachdenkt, desto wütender macht ihn die Sache. Er und Ruby halten ihre noch frische Beziehung komplett aus der Öffentlichkeit. Wie weit ist George mittlerweile gegangen, um das über ihn herauszufinden? Und wie weit wird er dann noch gehen? Er will deshalb die Auseinandersetzung mit George endlich aus dem Weg schaffen. Er will nicht mehr, dass seine Familie, sein Umfeld und seine Freundin ununterbrochen von ihm kontaktiert werden. Und er will nicht mehr, dass er irgendwelche Gerüchte über ihn in die Welt setzt. Das erste Mal antwortet er George, der ihn bereits mehrfach über Instagram geschrieben hat. Harry will mit ihm telefonieren und schreibt: Sprich einfach nicht über mich. Es ist so einfach. Ich habe noch nie schlecht über dich gesprochen. Was du abziehst, ist irre. Beim Telefonat sind Harrys Freunde dabei. Sie müssen mit anhören, wie George alles abstreitet. Er hätte nie Gerüchte über den 25-Jährigen verbreitet, hätte nie seine Familie belästigt und hätte nie versucht, Teil von Harrys Leben zu sein. Die Diskussion mit seinem Kollegen scheint nichts zu bringen. Bevor Harry auflegt, sagt er: George, lass es einfach. Für Harry Osoka ist die Auseinandersetzung damit beendet. Doch seine Freunde ahnen bereits, dass es das für George noch lange nicht ist. Und sie haben recht. Harry wird am nächsten Tag regelrecht bombardiert mit Nachrichten. Er bittet um Entschuldigung und drängt Harry dazu, das Ganze ein für alle Mal bei einem Treffen zu klären. Die Staatsanwaltschaft bezeichnet es später als krankhafte Obsession und Drang nach Aufmerksamkeit. Einer von Georges Freunden versucht hingegen auch noch vor Gericht, George Coes Handeln zu relativieren. George sei jemand, der sich um vieles Gedanken machen würde. Er habe sicher Angst gehabt, dass die Stimmung zwischen den beiden unangenehm sein würde. Schließlich müssen sie sich notgedrungen immer wieder bei Modeljobs sehen. Die Staatsanwaltschaft, Harrys Familie und sein Umkreis sind da anderer Meinung. Es ist George Coes Taktik gewesen, um ein Treffen mit Harry zu forcieren. Er hat die Tat geplant und seinen Rivalen absichtlich zu einem Treffen gelockt, um ihn zu töten. Harry Osoka reagiert zunächst nicht auf die zahlreichen Anrufe und Nachrichten seines Kollegen. Am 11. Januar 2018 antwortet er ihm schließlich und sagt ihm, wo und wann sie sich treffen sollen, in der Hoffnung, dass das Stalking von George endlich ein Ende hat. Harrys Mitbewohner Adrian hat kein gutes Gefühl dabei. In einigen Nachrichten schreibt George, dass sie die Angelegenheit in einem Kampf klären können. Er hat Angst, dass George Coes ernst meint. Adrian traut ihm mittlerweile alles zu. Um sich im schlimmsten Fall verteidigen zu können, nimmt Adrian von einer Hantel die Gewichte ab und nimmt die Stange mit zum Treffen. Harry scheint die Gefahr, die von seinem Stalker ausgeht, zu verdrängen und geht wirklich davon aus, dass sie beiden nur kurz reden. Sie arbeiten schließlich beide in renommierten Modelagenturen und für die größten Modefirmen. Warum sollte George das alles aufs Spiel setzen? Aber auch George will zu diesem Treffen nicht alleine kommen. Er fragt zwei Freunde von ihm, Merce Dikanda und Jonathan Okigbo, ob sie ihn begleiten können.
Sie verstehen nicht, warum George die beiden unbedingt dabei haben will und vor allem, warum er von Merce will, dass er eine Machete mitnimmt. Merce sagt später vor Gericht aus, dass er zu seinem Freund gesagt hat, du gehst da einfach hin und redest ein bisschen mit ihm. Ich weiß nicht, warum du es übertreiben musst. Doch seinen Freunden kann er eine andere, völlig verdrehte Version des Streits weismachen. Harry sei sein Rivale, der ihm seinen Erfolg nicht gönnt und ihn bedroht. Er habe Angst, dass Harry ihn mit seinen Freunden etwas antun könnte und die Machete sei nur zur Abschreckung. Widerwillig begleiten ihn Merce und Jonathan in die Nähe von Harrys WG, wo der vereinbarte Treffpunkt ist. Nur 2 Minuten später ist Harry Osoka tot. Überwachungsaufnahmen, die bald um die Welt gehen, zeigen, was sich in den wenigen Sekunden ereignet hat, die das Leben von Harrys Familie und seinen Liebsten für immer verändern wird. Die beiden Freundesgruppen treffen auf der Straße aufeinander. Merce hat seine Machete in der Hand, bei der ihm George versichert hat, dass sie nur zur Abschreckung dienen soll. Dass George Coe seine Freundin in eine Falle gelockt hat und er selbst bewaffnet ist, scheinen sie erst im letzten Moment zu begreifen. Das 24-jährige Model hat 2 Messer mit, 1 für jede Hand. Und er scheint der Einzige zu sein, der weiß, wie dieses Treffen enden wird. Es sind nur wenige Sekunden. Ein Streit, wie eigentlich erwartet, bricht nicht aus. Harry und Adrian sehen die Waffen in den Händen der 3 jungen Männer. Sie versuchen zurück zum Haus zu rennen. Der unbewaffnete Jonathan rennt Adrian hinterher und treibt ihn zurück ins Haus. Währenddessen bedrohen George und Merce Harry Osoka und attackieren ihn. Er kann sich befreien und rennt seinem Mitbewohner hinterher. Er ist voller Adrenalin und bricht erst in der Wohnungstür zusammen. George Coe hat Harry 3-mal mit seinem Messer attackiert. Er blutet stark. 1 Stich hat sein Herz perforiert. Obwohl die Rettungskräfte noch vor Ort um sein Leben kämpfen, stirbt Harry Osoka im Alter von 25 Jahren vor seiner Wohnungstür. Sein Tod schockiert die weltweite Modewelt, die monatelang in Trauer verfällt und unzählige Menschen sprechen ihr Mitgefühl für Harry aus. Einen jungen Mann, der viele Menschen inspiriert hat, für die er ein Vorbild war und die er mit seinem Charme und seiner Bodenständigkeit fasziniert hat. Harry Osokas Tod bestimmt auch die britische Presse. Sie berichten zahlreich über den Mord zwischen den High-Fashion-Models. Doch vor allem Harrys Freundin Ruby erschrickt die Berichterstattung. Denn sie ist schlichtweg falsch. In der britischen Presse ist die Rede von rivalisierenden Kollegen, deren Streit um eine Frau in einer Tragödie geendet sei. Doch das ist nicht die Wahrheit. Harry Osoka wurde ermordet. George hatte die Tat geplant und Harry so lange bedrängt, bis er sich mit ihm trifft. Ein Treffen, dessen Ausgang George kannte und deshalb bewaffnet erschien. George Coe war ein Stalker mit einer krankhaften Obsession für Harry Osoka. Er hat seine Familie belästigt, sich eingeredet, die beiden Männer seien Rivalen, hat Gerüchte in die Welt gesetzt und versucht, Teil von Harrys Leben zu werden. Weil sie sein Opfer gewährt hat und ihn zur Rede stellen wollte, musste er sterben. Harrys Tod ist nicht das Resultat eines Streits um eine Frau. Es ist nur die Spitze des Eisbergs aus Jahren voller unbegründeter Feindseligkeit, Stalking und Belästigung. Besonders Harrys Freundin Ruby Campbell leidet kurz nach seinem Tod unter der zum Teil falschen Berichterstattung. Neben ihrer eigenen Trauer muss sie sich mit Anfeindung, Beleidigung und sogar Morddrohung auseinandersetzen, die ihr die Schuld für den Tod von Harry geben. Auf Instagram veröffentlicht sie deshalb wenige Wochen vor Prozessbeginn ein Statement. Ich bin niemand, die persönliche Dinge auf Instagram postet, aber das ist notwendig. Harry und ich waren glücklich. Harry starb, weil ein Mann eifersüchtig auf Harry war. Er kam mit seinen 2 Freunden, Messern und Mordabsichten zu seinem Haus. Harry und ich waren gerade zu Weihnachten aus Übersee aus der Karibik zurückgekommen. Wir kamen kurz vor dem Jahreswechsel mit Plänen für unser gemeinsames neues Jahr zurück. Ich verließ London, gab Harry einen Abschiedskuss und flog zur Arbeit. Ich musste nach L.A. und dann nach Schweden. Als ich ein paar Tage später zurückkam, erfuhr ich, dass meine große Liebe wenige Stunden vor meiner Ankunft in Großbritannien ermordet worden war. Ich hatte in der Nacht zuvor in Schweden mit Harry telefoniert. Wir sprachen stundenlang. Er wünschte mir alles Gute zum Geburtstag. Wir redeten über den geplanten Wochenendausflug und seine Aufregung vor einem Vorsprechen für einen Film. Wir konnten es kaum erwarten, uns zu sehen. Harry erzählte mir vorher am Telefon von einer Kollegin, die ihm von den Lügen erzählte, die dieser baldige Mörder über ihn verbreitete. Wir wussten beide, wie lächerlich das war,
Ich habe George nie getroffen und Harry war nie mit ihm befreundet. Das Ganze wirkte unheimlich. Woher wusste er überhaupt, dass wir zusammen sind? War eine der Fragen, die wir uns stellten, weil wir unsere noch frische Beziehung privat hielten. Seit diesem Ereignis bin ich unendlich traurig und untröstlich. Ich hatte endlich jemanden gefunden, mit dem ich so glücklich war. Und er wurde mir genommen. Die Presse und soziale Medien haben die ganze Situation verdreht und mein Gesicht im Internet beschmutzt. Verdrehte Worte und Informationen, um den Anschein zu erwecken, als wäre ich die Böse in dieser Situation oder es ginge um mich. Das macht mich so traurig. Ich hatte dieses Jahr eine schwere Zeit und trauere immer noch. Harry war meine Liebe. Ich habe noch nie in meinem Leben einen geliebten Menschen verloren und nun erhalte ich mehrere Morddrohungen auf meinem Social-Media-Konten von Menschen, die unsere Tragödie als Clickbait sehen. Die Leute reden so böse über mein Baby und beschimpfen mich, weil sie alles glauben, was im Internet steht. Es ist eine traurige Welt, in der ich lebe. Vielen Dank an jede Person, die mir schöne Nachrichten geschickt hat. Noch am Abend des Mordes ruft George einen Freund an und gesteht ihm, dass er jemanden erstochen hat. Zu diesem Zeitpunkt weiß er noch nicht, dass Harry tot ist und dass die gesamte Tat auf Überwachungskameras aufgenommen worden ist. 3 Tage später stellt sich George Coe. Zusammen mit Merce Dickender wird er wegen Mordes angeklagt. Jonathan Okigbo, der Einzige, der unbewaffnet war, wird wegen Totschlags angeklagt. George gesteht zwar, Harry angegriffen zu haben, doch es sei Notwehr. Er hätte Angst gehabt und habe sich nur gegen Harry und seinen Mitbewohner gewehrt. Doch die Überwachungsaufnahmen zeigen deutlich, dass der Angriff von George und seinen Freunden ausging. Aber auch vor Gericht bleibt das ehemalige Model bei dieser Version. Niemals hätte er vorgehabt, Harry zu töten. Die 2 Messer und Machete wären nur zur Selbstverteidigung und Abschreckung. Im Prozess sagt er, alles, was ich getan habe, tat ich, um mich zu verteidigen. Im Zuge dessen habe ich Harry getötet und es tut mir leid. Unter Tränen berichtet er im Prozess, wie ihm Harry im Backstage-Bereich einer Show gezeigt habe, wie er richtig läuft und wie seine Arbeit ihn inspiriert hat. Doch bei diesem Treffen habe er angeblich schreckliche Angst vor ihm gehabt. Wie in Trance wiederholt er immer und immer wieder, ich wollte ihn nicht erstechen. Doch der krankhafte Wahn und das Stalking von George Monate vor dem Mord wird vor Gericht kaum thematisiert. Auf die Frage der Staatsanwaltschaft, ob er besessen von Harry Osoka sei, antwortet er knapp und bestimmt nein. Doch Harrys Umfeld kann vor Gericht ein ganz anderes Bild abgeben, wie die anfänglichen Scherze über Harrys Nachahmer in den letzten Monaten vor seinem Tod einer echten Angst vor Belästigung und Stalking gewichen sind. Dass George wirklich in Notwehr gehandelt hat, glaubt ihm das Gericht nicht. Besonders belastend sind dafür die Videoaufnahmen und der Fakt, dass das gesamte Treffen nur 2 Minuten gedauert hat, bis Harry Osoka sterbend zusammengebrochen ist. Es hat nie den Versuch gegeben, ein Gespräch zu führen und den Konflikt zu klären. Stattdessen haben George und seine beiden Freunde auf Geheiß von ihm sofort Harry und seinen Mitbewohner attackiert. Sie waren gekommen, um zu töten. George Coe wird wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Auch Merce Dickender, der die Machete bei sich trug, wird wegen Mordes und Jonathan Okigbo wegen Totschlags verurteilt. Bei ihrer Urteilsverkündung spricht die vorsitzende Richterin. Harry Osoka war ein junger Mann mit außergewöhnlichem Talent, der seine eigenen Schwierigkeiten überwunden hat, um aus seinem jungen Leben einen großen Erfolg zu machen und ein bemerkenswertes Vorbild für andere zu sein. Doch auch nach der Verurteilung können Harrys Familie und Umfeld noch lange nicht mit dem tragischen Verlust abschließen. Denn George Coe und Jonathan Okigbo machen auch im Gefängnis weiter Schlagzeilen. Beide haben Handys ins Gefängnis geschmuggelt, mit dem sie Kontakt zur Außenwelt halten. Jonathan, der wegen Totschlags einsitzt und vor seiner Inhaftierung als Personal Trainer gearbeitet hat, postet über Monate Selfies und Bilder seiner Muskeln auf einem geheimen Instagram-Profil, mit dem er über 3000 Abos während seiner Haftzeit bekommen hat. Er bietet über sein Profil sogar Beratung zu Workouts an und hat dafür eine Mailadresse, über die man ihn kontaktieren kann. Harrys Familie ist fassungslos darüber. Zum einen, wie er so lange ein Handy im Gefängnis haben kann, ohne dass es jemand auffällt, denn die Bilder reichen zurück bis zur Zeit während seiner Untersuchungshaft. Zum anderen aber auch, wie sich Jonathan auf seinem Profil präsentiert. Er zeigt seine Muskeln und macht Fotos mit anderen Gefangenen. Einer von Harrys ehemaligen Freunden sagt gegenüber der britischen Presse,
Es ist eine Schande, dass er ein Telefon und Zugang zum Internet hat. Er soll eingesperrt und von der Außenwelt abgeschnitten sein und sich nicht amüsieren und angeben. Ein junger Mann ist wegen ihm und zwei seiner Freunde gestorben, aber das zeigt, dass er es nicht bereut. Er will nur seine Muskeln zeigen, als wäre er ein Mr. Big. Ich fühle wirklich mit Harrys Familie. Es ist, als würde er sie auslachen. Doch auch George Coe hat ein Instagram-Konto während seiner Zeit in Haft und sucht regelrecht Kontakt nach draußen. Ein Jahr nach seiner Verurteilung postet er im November 2019 ein schwarzes Bild und schreibt dazu seine Kontaktmöglichkeiten ins Gefängnis, dass man ihm Mails und Briefe schreiben kann oder ihn auch besuchen kommen soll. Vor allem scheint er Interesse an Interviewanfragen zu haben, denn im gleichen Atemzug berichtet er, dass angeblich eine TV-Show mit ihm produziert werden würde. Außerdem schreibt er: Ich werde auch ein Buch und meine Kunstwerke veröffentlichen, um zu verhindern, dass die junge Generation kriminell wird, anstatt sich auf ihre Ziele zu konzentrieren. Ich glaube wirklich, dass es meine Pflicht ist, das der Gemeinschaft und der Welt zurückzugeben. Abermals reißen die Schlagzeilen um George Coe die tiefen Wunden seiner Hinterbliebenen auf. Diesmal ist es seine Ex-Freundin Leomi Anderson, die an die Öffentlichkeit tritt und mit ihrer mittlerweile weltweiten Reichweite Konsequenzen und ein Statement des betroffenen Fernsehsenders fordert. In einem Tweet, den sie auch auf Instagram postet, schreibt sie: Dem Mann, der meinen Ex und sehr engen Freund Harry Usoka ermordet hat, sollte man keine Bühne bieten. Was zur Hölle soll der Scheiß? Habt ihr keinen Respekt vor der Familie? Bitte retweetet das. Seine Familie musste schon genug durchmachen. Sorry, aber er war noch nicht mal 2 Jahre im Gefängnis und kann sich jetzt schon als geläutert hinstellen? Er hat ihn aus reiner Besessenheit und Eifersucht ermordet. Daher ergibt es gar keinen Sinn, dass er über seine Umstände spricht, da sich viele damit überhaupt nicht identifizieren können. Der TV-Sender, den George in seinem Instagram-Post verlinkt hat, muss sich massiver Kritik stellen. Viele Prominente machen darauf aufmerksam, dass ein verurteilter Mörder immer noch versucht, seine Lügen als Wahrheit hinzustellen und kommentieren Dinge wie: Buchen Sie einen Besuch, um mich zu sehen, als wäre ein Promi bei einem Meet and Greet. Laut des Statements des Fernsehsenders entsprechen die Darstellungen von George Coe nicht der Wahrheit. In dem Gefängnis, in dem er einsitzt, wurden einige junge Männer gefilmt. Ein explizites Interview mit George über seine Tat und die Umstände gibt es nicht. Harrys Familie meidet die Öffentlichkeit. Sie geben keine Interviews und tritt nicht im Fernsehen auf. Sie wollen nicht Teil der Welt sein, die ihrem Sohn eine steile Karriere ermöglicht hat, aber die schließlich seinen Tod bedeutete. Am Tag der Verurteilung seiner Mörder spricht Harrys Mutter Josephine das erste Mal über die Qualen, die sie seit dem Tod ihres Sohnes durchmachen muss. Ich fühle so viel Schmerz seit dem Tod meines Harrys und es fällt mir jeden Tag schwer, ohne ihn weitermachen zu müssen. Sein Tod hat ein klaffendes Loch, eine Lücke, eine Leere in der Familie hinterlassen, mit der wir alle nur schwer fertig werden können. Mein Sohn war ein wunderschöner Junge. Ich würde alles dafür geben, um mit Harry die Plätze zu tauschen, um ihm die Angst und Schmerzen zu nehmen, die er an diesem Tag durchstehen musste. Harry, dein kurzes Leben hat das Leben vieler bereichert. Du hast so viele Menschen inspiriert und sie mit deiner Liebe berührt. Du wirst nie vergessen, mein wunderbarer Junge.